So starrt ihr auf die Verwüstung. Ihr seht den gewaltigen klaffenden Riss, den dieses kleine Ding vor euch angerichtet hat. Die unermessliche Tiefe, die einige Meter weiter noch dort liegt. Rausgezogen. Zwei Freunde, zwei Helden, Söldner. An der Seite von Elgor Yolen hatten sie euch begleitet. Nun sind sie verschwunden. Ihre Seelen eingefahren in die Niederhöllen oder was auch immer die Götter oder Erzdämonen mit ihnen vorhaben. Doch ihr wart siegreich. Und damit könnt ihr das rote Buch wieder nach oben bringen und euer eigenes Leben durch den Alvaranyar von Effard weiterführen. Ein kleiner Sieg. So steht ihr im Bleichsand, schwebt dahin, das letzte Flickern und Flackern von Nessas Guardianum, der dann mit einem kleinen Blinken ausgeht. Und ihr treibt dahin. Trauert nicht um sie, es liegen Ruhm und Ehre im Tod. Und für uns mehr Und Gold. Sehen wir zu, dass wir schütze hier ihre fortkommen. Seelen. Ja, schwimmt. Macht schnell. Ich glaube nicht, dass dort unten irgendwas wie Ruhm und Ehre zu finden sind. Weg, für immer. Und dann kannst du dich ja direkt in der nächsten Kneipe daran machen, zu erzählen, allen Leuten zu erzählen, wie sie gestorben sind. Ja, ich nehme die Aufgabe auf mich, ihre Geschichte zu erzählen und sie weiterzutragen, sodass auch sie Helden werden, wie Jalan, Greifen und großer bornländischer Held. Bruder Boltax. Ein großer bornländischer Held wird man nun mal immer erst nach der Beerdigung. Ja, sag das mal Jalan. So wie ich höre, ist er schon dreimal gestorben und wieder zum Leben erwacht. Wo ist denn nun, dieses Meerwesen? Wird wohl noch den Tempel bewachen. Da vorne. Ach, spürt ihr immer noch den Sog? Als würde es mich weiterhin in diese unermessliche Tiefe ziehen. Ich weiß nicht, wie wir wieder nach oben kommen sollen, aber naja, vielleicht kann uns der Wächter helfen. Wir haben ja getan, was er wollte. Wir haben unsere Freunde dabei verloren. Bist du sicher, dass dieser Wächter einer von den Guten ist? Von Effard? Die Augen, die lassen mich irgendwie zweifeln. Wenn er uns das Buch gibt, ist er in meiner Betrachtung nach einer von den Guten. Ich Mehr brauche weiß. ich nicht. Ich weiß nicht. Er kommt in, ja, ein Märchen vor. Er oder jemand so ähnliches. Ich glaube, er könnte ein Alvaranyar sein, aber ja, das mit den Augen ist irgendwie seltsam. Aber ich Vielleicht. traue ihm, weil, naja, er war beim Heiligtum. Wenn er böse wäre, könnte er sich da bestimmt gar nicht aufhalten. Vielleicht haben wir der Ersäuferin einen großen Gefallen getan, indem wir diesen Setzling, diese Monstrosität dort runtergeworfen haben. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Aber dann hätte er uns genauer sagen sollen, was wir tun sollen. Wir haben gemacht, was wir konnten, oder? Vielleicht hat er damit gerechnet, dass es uns alle mitnimmt. In dem Fall wird das jetzt ein unangenehmes Wiedersehen. Wo ist der Eumel denn? So schwimmt ihr zurück über die gewaltige Strecke des Bleichsandes, der unter euch tot und farblos liegt. Als ihr auf den Wächter und das Heiligtum zuschwimmt, könnt ihr schon den Blick des Unergründlichen auf euch ruhen spüren, wie euch aus lidlosen Augen anblickt. Einfach nur ein Glimmen, ein Leuchten. Hey du, wir haben dein wachsendes Etwas fortgeschafft. Ihr sollt erhalten, weswegen ihr gekommen seid, dröhnt der tiefe Bass des Wächters in eurem Kopf. Das rote Buch und eure Rückkehr. Antworten und mehr. Folgt mir. Gucke die anderen an, zucke mit den Schultern, folge ihm.
Ja. Bonjev schaut auch unsicher in eure Richtung, aber was bleibt uns für eine andere Wahl? Nessa paddelt hinterher. Ihr habt was von Antworten gesagt. Was wird denn jetzt aus Piotr und Vito? Sie sind in die Tiefe gestürzt. Ich weiß nicht, ob sie schon tot waren. Sie sind eingegangen bei Harmut Schlund. Ihren in den Strudel dem Meer. Doch er ist ein Gefängnis. Denn dort, wohin er führt, in die unermessliche Tiefe, ist der Kerker des Unvergänglichen, des Verderbers der Meere, Urvater, Urmutter aller Seeungeheuer. Bahamut. Niedergeworfen im zweiten Krieg der Götter gegen den Namenlosen. Doch konnte es nicht vernichtet werden. Und das, was wir getan haben, bewirkt das, dass er da unten bleibt? Es bewirkt, dass das Siegel nicht bricht. Noch nicht. Doch der Kerker zerfällt. Auch Bahamut liegt im Todeskampf. Seit der Sturmherrin geschoss, dass Entwahrung in seinen Leib getrieben wurde. Als es in der niederfuhr. Er stirbt. Doch in seinem Ringkampf nimmt er uns mit. Ist Entwahrung nicht ein bisschen weit von hier? Aber Ronda hat gegen ihn gekämpft. Und sie hätte ihn fast getötet. Und nächstes Mal sagen wir uns das gleich, denn das kostet eigentlich extra. Bahamut ist stark genug, um sich gegen die Ketten zu stemmen. Ja. Wenn es nichts ausmacht, ich weiß nicht, wie lange dieses Effort-Wässerchen noch wirkt. Wir würden wirklich gern zurück nach Hause. Ihr dürft gehen. Er deutet mit seinem Dreizack auf ein Buch. Doch es ist nicht mehr rot, so wie du es damals vor vielen Jahren hinuntergebracht hast. Ist es wirklich das Buch? Ja, du erkennst es an dem Siegel, aber es hat sich verfärbt und ist nun blau. Was soll das? Sollten wir nicht ein rotes Buch holen? Die da oben erwarten ein rotes Buch von mir. Was sage ich denn, wenn ich jetzt mit einem blauen zurückkomme? Das ist der Lohn der Mühen. Das rote Buch. Buch ist Buch. Besser als dass wir ohne Buch zurückkommen. Und was ist, wenn die oben dann sagen, wir wollten aber ein rotes Buch und es nicht bezahlen? Oder schlimmer noch, wieder reinschubsen? Aber ist es denn das? Kommt es euch bekannt vor? Oder sieht das wenigstens... Siegel ist dasselbe. An diesem Verschluss. Ich versuche mal etwas Unenthusiastisches aufzumachen. Es bleibt verschlossen. Doch immer noch zu, wie sonst nichts. Wenn es dasselbe ist, ist es gut. Wenn es nur das gleiche ist, wäre das schlecht. Also überlegt euch gut. Ich bin jetzt hier einen Moment lang verwirrt an. Nehmt ihr das doch. Du gehst das Buch in die Hand. Du greifst das Buch und plötzlich kannst du spüren, wie der Korallentempel anfängt zu zittern. Die Seesterne um mich herum krallen sich in den Meeresgrund, Fischschwärme, die auseinanderstieben und Seepferdchen, die eilig das Weite suchen und Schutz, auf der Suche nach Schutz suchen. Ein großes Seebeben aus der Tiefe, als ihr das Buch greift. Sämtliche Anemonen um euch herum verfärben sich rot und ein weiteres tiefes Grollen aus dem Schlund von Bahamut. Ein Grollen oder ein Ruf? Und als ihr nach draußen blickt, tief drin im Heiligtum, könnt ihr sehen, wie sich über euch der Strudel verfärbt und dann seine Richtung ändert. Das ist jetzt aber nicht, weil wir das Buch weggenommen haben, oder? Also wenn man es ist unser Signal abzuhauen. Zu früh. Viel zu früh. Der Wächter packt seinen Dreizack. Es hat begonnen. Was hat begonnen? Der Kommen wir damit Anfang vom Ende. Kommen wir damit wieder nach oben? Nehmt das Buch und lauft. Schwimmt. Bringt euch in Sicherheit. Aber das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich ziehe Nessa irgendwie am Ärmel.
In der Hoffnung, dass er sich dann bewegt. Ja, Nessa plappert noch. Aber ich habe ihn noch gar nicht nach Magister Korolku gefragt. Lässt sich aber dann in der Panik mitziehen. Bin mir nicht sicher, ob er in der Lage ist, uns überhaupt irgendwelche Antworten auf irgendwas zu geben. Wenn er sagt, hier ist was Gefährliches, dann müssen wir weg. Und so schnell wie möglich. Ganz genau. Siehst du, Borniew denkt wie jemand, der überlebt. Und während ihr in Richtung Ausgang des Tempels strömt, versucht zu schwimmen, da seht ihr, wie blitzschnell sich etwas herannähert. Wie ein Geschoss aus einer Rotze zieht ein dunkler Körper aus der Tiefe herab auf euch zu. Eine Druckwelle, die sich euch entgegenstülpt und euch 1-2 Meter durch das Wasser hindurch wirbeln lässt. Kurz verliert ihr die Orientierung. Und dann ist dort etwas. Das Wasser hat sich verdunkelt wie eine Aura, wie das Zappeln der Seelen der Ertrunkenen schiebt es sich vor euch und ihr könnt eine spindeldürre menschliche Gestalt erkennen, die sich vor euch aufrichtet. Nicht nur vor euch, vor allem vor dem Wächter. Der Mantel, der ihn umgibt, fächert sich wie Drachenschwingen auf. An den Rändern Myriaden unruhiger Tentakel zerfasert. Aus den leeren Augenhöhlen ergießt sich öliges Unwasser in das Meer. Das nachtblaue Gewebe des fließenden Mantels legt sich wie eine Maske über den Mund und die Nase und ihr erkennt deutlich an den unheilvollen Erscheinungen und dem kahlen Schädel den Heptarchen der Meere. In seiner Rechten könnt ihr das schwarze Schwert Yamsh Akvam erkennen. Aus der Scheide, aus Krötenhaut gezogen, mit Krakensilber verziert, hält das in der Linken. Die Zeit des Kerkermeisters endet heute. Bahamut, der Gefangene, und die Plagenbringerin, seine Befreierin, werden Hochzeit feiern. Das Meer der Finsternis wird wiedergeboren werden. Und bevor das neue Jahr beginnt, ist die Macht der schwachen Götter endgültig gebrochen. Meine Wacht endet erst mit meinem Tod. Das ist keine Herausforderung. Und während ihr auf Darion und Palygan blickt, könnt ihr sehen, wie sich aus dem unermesslichen Schlund aus der Tiefe ein gewaltiges Monstrum erhebt. Ein Plagenbringer. 200 Meter lang. Mit einem Aufbau, gewaltig groß. Und Schwärme von Dämonen, die es begleitet. Ja, Bewegung! Das war nicht in der Abmachung. Schwimmt ihr Narren, so schnell wie ihr könnt. Aber wir können ihn doch nicht einfach machen lassen. Natürlich können wir, wirklich. Oder gib mir das Buch und schwimm zurück, wenn du nicht in die Klinge werfen willst. Der silberne Dreizack des Wächters schnellt vor, zielt auf Palygans Herz. Ihr könnt im letzten Moment erkennen, wie wohl Yamsh Akvam herumgerissen wird vom Heptarchen und beide Waffen sich verkeilen ineinander hinein. Bange Herzschläge halten die Strömung des Meeres still. Keiner der beiden Kontrahenten ist gewillt, nur einen Spann zu weichen. Ihr könnt die Anstrengung beider Körper spüren, wie sie um mich herum fließen und dann den Mantel der Charybdoroth, der sich eng um den dürren Leib von Palygan presst, als wolle er seine Kraft an seinen Träger weitergeben. Ihr versucht zu schwimmen, tiefe Züge vorbei, einfach weg. Der Kerkerwächter hat euch erlöst, aber dann merkt ihr, wie unter euch die Verkeilung gewechselt wird, sich löst und der Wächter versucht zuzustechen. Doch Yamsh Akvam entreißt ihm die Waffe. Der Dreizack trudelt davon, Palygan triumphiert. Unheilvoll breitet sich der Mantel aus. Und in seinem Schatten leuchtet der Splitter wie eine niederhöllische Fackel. Ich würde das Zucken sehen, das blaue, das nachtblaue Zucken des Splitters. Der Wächter ist unbewaffnet, ungebrochen. Du wirst stürzen, Darion Palygan. Dein Fall wird endlos sein. Warte auf mich in der Niederhölle! Der Splitter glüht auf, wirft zuckende Schatten. Eine taumelnde Benommenheit befällt euch. Auch wenn ihr einige Meter von ihnen entfernt steht, schwimmt, als ihr Zeuge des Duells seid und eine schreckliche Furcht, die euch lähmt. Ihr werdet noch von den Strömungen des Nährs erfasst, der jetzt andersrum treibt, nach oben getrieben. Es ist, als würden sich eure Leibe aufblähen wie Wasserleichen oder wie Wattwürmer, die sich unter eurer Haut kriechend bewegen.
Und dann stößt der Splitter vor, gräbt sich in die Brust des Meermannes. Und eine Finsternis umhüllt nicht nur den Wächter, sondern auch das gesamte Heiligtum. Das Tosen des Strudels ist ohrenbetäubend. Dahinter könnt ihr Bahamuts Ruf hören. Ein gleißendes Licht zerreißt das Dunkel. Und ihr werdet wie Treibgut in einem Mahlstrom herumgewirbelt. Dann, als ihr euch wieder sammelt, könnt ihr sehen, dass Darion Paligon immer noch dort treibt mit seinem Mantel. Aber der Wächter ist verschwunden. Nein, das darf nicht. Er darf nicht triumphieren. Jemand muss ihn aufhalten. Irgendwer. Und willst du? Da ist er, los. Ist das, wenn es irgendwann mal einen Moment gegeben hat, oh Götter, herabzusteigen und eine Paktierer niederzustrecken, dann ist es jetzt, Effert, unergründlicher. Komm herunter und vernichte diesen Paktierer, diesen Diener deiner Gegenspielerin, der Diener der Ersäuferin. Wir brauchen dich, die Welt braucht dich. Anjev schaut erwartungsvoll in die schwarze See, die sich über ihm bildet. Aber nichts, was kommt. Da ist kein Effort. Die Götter sind tot. Und ihr seid alleine. Und die Welt geht gerade unter. Wir sehen zu, dass wir Land, respektive See, gewinnen. Nessa nimmt nochmal ihren Stab und versucht noch einmal den Zauber, den sie unten an der Klippe gemacht hat. Und wirbelt den Stab über ihrem Kopf. Guardianum! Elgor, rette dein Leben, eine Schwimmprobe, plus 8. Ich hab nicht mal mehr das Buch, das ich ihnen zur Ablenkung entgegenwerfen könnte, oder? Oh, nicht geschafft. Du überlegst kurz, ob du das rote Buch schmeißen sollst, das blaue. Ja, natürlich tue ich das. Wenn ich es hab, dann tue ich das. Ohne Gnade. Er hat es ja nicht. Du hast es Nessa gegeben. Ich hab es Nessa gegeben. Ja, leider. Du wolltest es hier geben. Er hat auch gesagt, sie wird es nehmen. Gut. Nessa hat das Buch. Du siehst es. Vielleicht könnte es wichtig sein. Immerhin hat das Seebeben ausgelöst, oder? Oder war das etwas anderes? Du musst doch gar nicht der Schnellste sein, du darfst nur hier am langsamsten sein. Und Nessa verharrt auf der Stelle und beginnt mit ihrem Zauber. Was soll ich tun? Ich kann sie auch nicht schwimmen, einfach weiter. Da ist auf das Buch. Du schwimmst und schwimmst und schwimmst und plötzlich siehst du, wie über dir eine Wasserleiche treibt, die dich aus blauen, todlosen Augen anblickt. Eine Kapuze darüber gehüllt, weiße Arme, schlohweiße Haare. Das Ding ist tot, aber es spricht mit dir. Wo willst du hin? Weg! Du siehst, wie die Arme sich verlängern, große Reife, große Ringe, die daran kleben, hängen, die dich faszinieren. Allein diese Armringe, diese Reife. Die Arme werden länger und es werden mehrere Schlangententakel aus Wasser. Elgor, komm zurück! Würfel eine Selbstbeherrschungsprobe. Plus 15. Jetzt der Crit, komm. So nah dran! Nah dran, aber der Freizauberer zerreißt dich. Und alles, was von dir bleibt, ist eine rote Wolke. Borniev. Du blickst auf das, was von Elgor übrig blieb. Und dort treibt. Einfach zerrissen. Das ist der Augenblick, an dem auch Borniev die Hoffnung auf das Einschreiten der Götter in diesem Augenblick gänzlich verlässt. Er wirft noch einen Blick für panischen Blick zu Nessa und sucht dann ebenfalls in eine andere Richtung als Elgor seine Flucht zu finden. Einfach nur weg. Das Grauen, was hier unten geschieht, ist zu viel. Du. Borniev! Lass mich nicht allein! Nessa. Sie ruft nach dir. Aber auch du musst nicht der Schnellste sein. Zurück in den Tempel. Während du belegst, wohin du fliehst,
Zurück nach oben hat es Elgor versucht. Zurück nach unten. Der Tempel könnte dich retten. Wohin willst du fliehen? Ja, auch wenn die Götter hier nicht eingreifen, so wird doch ihre Heiligtümer wenigstens ihre Kraft wahren. Hoffentlich die Gläubigen vor den Ungläubigen schützen. So, in großen Zügen versucht Borniews schnellstmöglich in den Tempel zu gelangen. Hoffentlich der Aufmerksamkeit des Erzpaktierers so lange zu entkommen, bis er die hoffentlich sicheren Hallen unergründlichen erreichen kann. Nessa, würfel den Guardianum. Du versuchst ein weiteres Mal, den Schild gegen die Dämonen zu wirken. Es gelingt nicht ganz. Du siehst, wie ein großes Tier auf dich zurast, gelenkt von einem Reiter. Der Hai wird größer und größer und schneller und schneller. Eine Schwimmprobe, plus 15. Borniew. Du hast gerade das schützende Heiligtum erreicht. Das blaue Buch, das rote Buch, irgendwo treibt es. Ob es Elgor hatte oder Nessa, du weißt es nicht. Du blickst dich um zu Nessa. Sie hätte es vielleicht geschafft. Diese Kuppel, und dann siehst du einfach nur noch, wie sie in dem gewaltigen Rachen eines Monsters verschwindet. Und auch von ihr bleibt nur noch eine rote Wolke. Du bist allein. Borniew schaut sich um in alle Richtungen, aus der einen Richtung immer noch die Plagenbringer, die hervortaucht, umschwört von den dutzenden Dämonen, in der anderen Richtung der Erzpaktierer, überall die Schergen der tiefen Tochter, die diesen Tempel umschwirren. So dreht sich Borniew und versucht tiefer in den Tempel reinzufinden, irgendeinen Ort, an dem er Schutz finden kann, an dem er sich verstecken kann. Der Mut hat ihn gänzlich verlassen. Er ist nicht gewillt, sich irgendwem von diesen Schergen wahrlich entgegenzustellen. Es geht nur um sein eigenes Überleben. Du lässt dich weiter in die Schatzkammer von Effert hineintreiben. Und siehst neben dem Buch an der Stelle, wo es war, weitere Objekte, Artefakte, geopferte Dinge. Du kannst eine Rüstung erkennen, elfische Ziselierung, Wasser, eine Wellenwandererrüstung, so ist sie beschriftet, ein halbes Dutzend von Knochenkeulen, sicherlich goblinischer Art von irgendwelchen Schamaninnen. Du siehst einen glühenden Klumpen mit Erz, der selbst hier unter Wasser brennt und nicht verlischt. Eine Kristallkugel, die dort steht, Truhen, Urnen, Amphoren, Schätze. So viele Schätzen, Schuppen, Kalk, Chitin, Bernstein. Und so viele Schriftzeichen. Schriften, Sprachen, die du nicht einmal kennst. Ein Kristallherz, was du erkennen kannst. Hier ist so sehr viel geopfert worden und so sehr viel verschlossen worden im Nähr. Vielleicht ist der einzige dieser Gegenstände genau das, was Borniew braucht, um aus dieser Situation heil herauszukommen. Er wirft einen schnellen Blick über diese Artefakte, über diese Schätze, die hier unten liegen, bis sein Blick wieder auf die Rüstung trägt und er in schnellen Zügen auf diese zuschwimmt, um sich überzuwerfen, um irgendeinen Schutz vor den grauenhaften Schrecken der hier unten erhalten zu können. Vielleicht die Rüstung eines Helden. Du wüsstest nicht, dass Elfen jemals am Wasser gelebt hätten. Man kennt die Elfen aus dem Licht oder aus den Wäldern, vielleicht sogar aus dem Eis, wenn die Torvaler von ihnen erzählen, wenn sie von Filiassons Expeditionen berichtet haben. Aber einige munkeln sogar von Wüstenelfen. Aber dass sie jetzt auf dem Wasser leben sollen, das ist dir egal. Du ziehst einfach diese Rüstung an. Die Wellenwanderer-Rüstung. Und während du sie anträgst, kannst du ein weiteres Zittern spüren, gewaltige Erdstöße. Und dann siehst du, als du dich umblickst, wie in dem Siegel ein gewaltiger Riss klafft und der Meeresboden erzittert. Aus große Korallenstücke, die an dir vorbeibrechen, die Unterwassergärten, die vergehen, weitere Strudel, die überall um dich herum entstehen und mit einer Kraft ziehen, als ob sie dir die Arme ausreißen wollen. Und während vor dir, neben dir, um dich herum das
gewaltige Heiligtum zerbricht. Du weichst den ein oder anderen Bruchstücken aus. Da siehst du, wie Schwärme von Dämonen, von Unwasserkreaturen und der Plagenbringer sich weiter erheben und nach oben in Richtung Nersand treiben. Und dann hat sich irgendetwas in der Plagenbringer bewegt. Du siehst nur noch gierige Mäuler, einen glosenden Schlund. Da hörst du es in deinem Kopf. Bahamut. Ja, das bringt Borniew zu erzittern. Die ganze Situation ist ihm mehr als schauerhaft. Der letzte Funken Mut, der ihm vorhin noch entwichen ist. Er hat Nessa einfach sterben lassen, die Adepter hinter sich gelassen, sich selbst gerettet. So wie es Elgor als Beispiel getan hat, nur er hatte damit weniger Erfolg. Er hat nun den Harnisch übergezogen, schaut an sich herunter, komisch bezeichnete Rüstung nun an ihm sitzt und schaut sich außerhalb des zusammenfallenden Tempels um, wie Dämonenscharen auf Stadt sind, um diese endgültig zu versenken oder zu verwüsten. Borniew weiß es nicht, Borniew will nicht dran denken. Er nimmt weiterhin starke Züge, um auch aus dieser Tempelruine wieder rauszukommen. Der hier erbetende, der hier erhoffte Schutz ist hier nicht zu finden. Du bist nach draußen. Du bist schnell oder die anderen sind langsam. Eben konntest du im Wasser sprechen, das Atmen, der Druck war egal, die Kälte war egal, aber jetzt bist du schnell oder die anderen sind langsam. Du machst Zug um Zug. Und plötzlich bist du aus dem Tempel raus. Bist vorbei an den Kreaturen, du siehst, wie gewaltige Haie auf dich zuschießen, du weißt ihn aus. Es ist einfach so einfach. Du siehst dieses blaue Buch noch neben dir treiben, du greifst einfach zu. Ein weiterer Armstoß und du bist im Strudel. Er bringt dich nach oben. Ein weiterer Stoß und du tauchst auf. Du bist so schnell. Und als du mit dem Kopf auch tauchst, da siehst du, wie Nersand nicht wirklich raucht. Aber der Nebel hat sich verzogen. Türme sind eingestürzt. Der Hafen ist weggespült. Eine gewaltige Flutwelle hat Nersand ergriffen und das Ende von allem eingeläutet und das Jahr der Fluten hat begonnen.